Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Zock. Schön, dass ihr eingestellt habt. Heute, meine lieben Freunde, ich habe ein Paket bekommen. Ein wunderschönes Paket von einem, ja, wie nennt man das eigentlich? Influencer nennt man das. Also eine Kooperation mit einer anderen Firma. Und ich darf was für die vorstellen, beziehungsweise ich darf es testen. Nicht nur vorstellen, sondern auch testen. Und ihr wisst ja hier, meinen alten, klapprigen Stuhl hier. Ne? So. Und ich mache ja sehr viele Videos, vor allem am PC, also Let's Plays, Streamen und so weiter und so fort. Und da sitze ich sehr viel auf dem Stuhl. Und deswegen habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was brauche ich, damit ich nicht in 10, 20 Jahren mit Krücke rumlaufe und voll kaputt bin und nicht mehr richtig stehen oder sitzen kann. Einen schönen Stuhl. Und da bin ich auf eine Firma gestoßen, die nennt sich Valimo. Und das ist das Paket. Und das, liebe Leute, packen wir heute aus und machen ein Probesitzen, denn das ist eine Art Stuhl, oder ist eigentlich ein Stuhl, nur auf eine etwas anderen Art. Wo ist denn hier geht's auf? Xarok, ja? Darf ich klugscheißen? Ja, klugscheißen. Ja. Die Firma heißt Advinova Advanced Innovations GmbH und Valimo ist der Stuhl. Stimmt, du hast recht. Gut, dass du mich korrigierst. Du hast recht. Die Firma heißt, was Xion gesagt hat. Genau. Und der Stuhl heißt Valimo. Du hast recht. Genau. Ganz wichtig. Xielin hat immer recht. Genau. Aber wenn man in Google Valimo eingibt, ja, dann stößt man drauf. Treffen. Und da ist mir eingefallen, deine Cousine hat so ein Ding auch. Und ich fand die schon immer ziemlich lustig. Und ja, stimmt. Bin ich gespannt, wie sich das privat zu Hause sitzt. So, schauen wir mal. Mich würde ja mal interessieren, schreibt mal jetzt in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Weil manche werden jetzt sagen, hä, was ist das? Manche werden aber sagen, ah cool, das habe ich auch zu Hause. Das würde mich jetzt mega interessieren, Leute. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr selber auch sowas habt, bevor ihr das jetzt gesehen habt. Und ob ihr wisst, was das ist. Weil manche wissen, was es ist, aber kleiner Tipp von mir, so ein Stuhl geht nicht in so einen kleinen Karton. Genau, der sieht auch, glaube ich, schon komplett zusammengebaut aus. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass ich zusammenbauen muss. Aber ich glaube, ich muss nichts bauen. Luftpolsterfolie! Ja! Okay, gut. Ernst des Lebens. So. Ernst des Lebens. Holen wir es mal raus. Oh, da ist es schon. Ja, es ist, sieht fast fertig aus. Sieht fast fertig aus. Fertig aus. Hier sehen wir mal. Anleitung oder sowas. Schauen wir mal. Oh, guck mal, voll schick verpackt. Nicht in so einer komischen Folie, sondern irgendwas fest dran. Sagen wir hier. Valimo! Oh, da ist vielleicht eine Anleitung, was man wie machen sollte. Mhm, aha. Schau ich mir mal an. Okay. So, das ist der liebe Stuhl. Der wunderschöne Stuhl. Packen wir ihn mal aus. Soll ich die Luftpolsterfolie auf deinen Tisch legen? Ja, bitte, ich brauche das. Das macht angeblich glücklich. Was ist das? So, das ist eine asiatische Zeitung. Okay. Da steht bestimmt, helfen Sie mir oder so. Ich weiß gar nicht, warum ist das da drin, ich weiß es nicht. Das ist so ein abgerissenes Stück. Was haben wir denn hier? Was geht's denn da? Das sieht aus wie so ein Kämpfer oder so, ich weiß nicht. Zeig uns das auch mal. Ja, also sehr interessant. Oh, bunt. Okay. Die Schrift ist ja schon schön. Okay, darum geht's ja gar nicht. Ach, soll das so sein? Boah, bin ja mal gespannt. Das kannst du bestimmt schrauben. Bin ich gespannt, da jetzt. Wir lesen schon mal die Anleitung. Wir lesen jetzt die Anleitung. Also, herzlichen Glückwunsch. Nee, ich mach's einfach kaputt. Ich glaube, man wird mir das schon verzeihen. Dass ich Plastik zerreiße. So. Okay. Boah, krass. Oh, da stehen Übungen drin. Ja, da sind Übungen drin. Aber machst du dann ein Fitnessvideo? Ja, genau. Ja, das ist ja wirklich so ein bisschen der Plan, ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt ein Video mache, wie ich das Ding hier auspacke, sondern ich Langzeittest. Will, genau, ich will einen Langzeittest machen. Ich will damit üben. Ich will gucken, wie das so ist, wenn ich dann streame. Also ihr könnt dann auch im Stream dabei sein. Mal gucken, wann wir das mal machen. Oh, kann man da bouncen? Boing, boing, boing. Ich weiß nicht, was man genau damit alles machen kann. Ultimativer Test!
gelagert. Also es ist wirklich fest so. Das fällt ich weiß es nicht, ob man das hier irgendwas. Hier kann man irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung. Ich muss. Apropos, genau. Ich muss mit dem noch telefonieren. Der hat gesagt, dass wir dann noch quatschen. Dann sagt er mir, was man alles machen kann. Hier stehen zum Beispiel Konfigurationsmöglichkeiten. Konfiguration? Ich würde sagen, du hast jetzt. Ja, nicht ganz den blauen hier, sondern. Keine Ahnung. Den roten hast du, den oben links. Aha. Was? Oha, ich hab ging hoch. Irgendwie hochgebracht. Oh Gott. Aha. Für große Menschen. Soll ich mich schon mal draufsetzen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ist das so? Das soll so sein. Oder? Ich versuche das rauszufinden. Ich setze mich da einfach mal drauf. Oh, das ist wackelig. Oh, da steht wichtig. Sitzen auf Bahnhof beansprucht Muskeln, die sie vielleicht schon lange nicht mehr benutzt haben. Oh ja, das kann sein. Kann man das wieder runter machen? Aha. Du sollst erstmal. Oh, das geht aber weit runter. Du sollst erstmal nur 15 bis 20 Minuten drauf sitzen, damit du keinen Muskelkater kriegst. Alter, das klingt ja gruselig. Das klingt ja nach Sport. Wo ist dein Kopf hin? Es sitzt sich interessant. Ne? Man hat irgendwie eine ganz andere Haltung. Ich weiß nicht, ob das die richtige Höhe ist, aber ich denke mal wahrscheinlich 90 Grad Winkel wäre so zumindest meine Befürchtung. Ja, also Befürchtung. Also denke ich mal, ist richtig. Ich sehe schon, dass ich deutlich höher sitze als mein Computer. Ja, 90 Grad Winkel ist definitiv richtig und eigentlich sollen deine Arme jetzt im 90 Grad Winkel auf den Tisch. Genau, also so. Das ist aber bei mir eigentlich ziemlich blöd, weil meine Oberarme ja ziemlich lang sind. Also die Tischplatte dürfte gar nicht mehr so. Also da ist nicht mehr viel Platz, ne? Also ich sitze meistens ja jetzt auch so ein bisschen angehoben. Aber interessant, okay. Und dann kann ich hier so rumgrooven. Morgen hast du Po-Muskelkater, wetten? Ich bin mega gespannt. Ich will auf jeden Fall damit streamen. Also ich stelle mir das... Leo. Am Anfang habe ich gedacht, mir wird die Lehne ein bisschen fehlen. Irgendwie. Weil ich lehne mich ja doch gern mal zurück, ne? Also so ist nicht. Aber jetzt hier so mit dem Stuhl, ich habe so das Gefühl... Es ist wackelig, ja, aber ich fühle mich sicher und ich fühle mich irgendwie so, als würde ich keine Lehne brauchen. Klar, nach ein paar Minuten oder eine halbe Stunde, Stunde oder sowas, werde ich wahrscheinlich dann trotzdem sagen, jetzt würde ich doch wieder ein bisschen mich zurücklehnen. Ja, so als Gamer fletzt man sich ja auch immer so rein in den Stuhl. Aber so stelle ich mir das eigentlich mal ganz gut vor, wenn ich mal ein Video bearbeite oder sowas, dass ich mich auf den Stuhl setze und dann so ein bisschen so bewege und dabei arbeite, das glaube ich, stelle ich mir ziemlich geil vor. Du kannst jetzt mal, mach mal deinen... jetzt mal aus. Also das ist auf jeden Fall eine ungewohnte Position, so saß ich noch nie an einem PC, aber es fühlt sich gesund an, muss ich sagen. Es fühlt sich gesund an. Also ich sitze wirklich tatsächlich in einem guten Winkel, finde ich. Ja, so. Wobei tatsächlich... Für deine Füße ist es gut, die sind wirklich so gut wie im 90-Grad-Winkel, aber deine Arme müssten eigentlich weiter runter. Also von dem her müsste der Stuhl höher, also eigentlich müsste der Tisch tiefer. Aber das geht mit unserem Tisch nicht. Ja, aber da habe ich ja keinen Platz mehr hier. Ich bin ja so, total lang. Also ich weiß, aber das ist der Grund, warum du Schulterschmerzen kriegst, weil deine Arme nach oben gedrückt werden. Okay, allgemein. Hui! Das mag ich. Es ist wackelig, aber interessant. Also ich kann mir das gut vorstellen, wenn ich hier so lange so arbeite, meine Videos bearbeite. Das ist ja dann eigentlich optimal, wenn da steht, du sollst mit 15 bis 20 Minuten anfangen, so ein, zwei Videos bearbeiten oder eine Aufnahme machen. Dann hast du deine 15, 20 Minuten rum und dann lieber wieder auf dem anderen Stuhl erstmal. Ich vermute aber mal, ich soll wahrscheinlich auch irgendwelche Bewegungen machen oder so. Ja, es gibt Übungen. Aber da soll ich dann mit dem Typen quatschen. Da bin ich noch gespannt auf das Gespräch. Die klingen übrigens sehr sympathisch, also bin ich mega gespannt. Und ich würde auch gar nicht jetzt so lange noch drüber reden. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Und ich probiere das jetzt mal ein bisschen aus. Dann quatsche ich mit dem netten Herrn. Dann stelle ich wahrscheinlich mal fest, dass ich alles falsch gemacht habe und der Stuhl eigentlich andersrum hingestellt gehört. Wahrscheinlich. Und und so in der Woche oder sowas melde ich mich dann wieder, dann zeige ich euch, was man so alles mit dem Stuhl machen kann. Und dann so zwei Wochen, drei Wochen danach erzähle ich euch den Fazit. Und zwischendurch machen wir dann mal ein paar Videos und Streams damit. Also Let's Plays. Bin mega gespannt. Also es fühlt sich überraschend echt gut an. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lustig ist. Ich finde das cool. Finde ich geil.
Also ich habe schon gedacht, so, ja, für Gesundheitsstunde, aber Gesundheit klingt dann immer so ein bisschen so langweilig, so ein bisschen bieder irgendwie, aber das ist es gar nicht. Ich finde das voll geil. Ja, ich finde, es sieht halt sehr, der Stuhl sieht sehr spartanisch aus. Man denkt sich so, was soll ich mit so einem Barhocker? Ja, geil, ich habe einen Barhocker. Der ist ja schräg. Wie, der ist schräg? Die Sitzfläche ist schräg. Ja, die ist schräg. Achso, ja, ja, logisch, okay. Ah, wieder heute wieder. Wo bist du? Was hast du heute wieder gegessen? Hä? Was hast du gegessen? Nee, echt cool. Ach ja, was sieht das Metall? Also kein Billigzeug oder irgendwie so. Ja, ein bisschen Holz. Ich habe mir extra auch blau ausgesucht, ja. Weil Xarok blau ist. Weil Xarok blau ist, oh. Genau. Du durftest dir eine Farbe aussuchen? Ja, ich durfte die Farbe aussuchen. Cool. Hättest du nicht Pink nehmen können? Ich glaube, Pink gab es nicht. Ja, ja. Das sagt er jetzt so. So, oh, scheiße, jetzt hätte ich nicht anfassen dürfen. Ja, schöner Stuhl. Ansonsten für Armtraining reicht es auch, ne? Ist auch nicht schlecht. Ja, cool. Wie viel wiegt der? Steht das irgendwo? Ah, ist ja egal. Keine Ahnung, ist ja wurscht. Weiß nicht, 10 Kilo, 5 Kilo oder so. Was so ein Stuhl halt wiegen darf oder kann. Ja! Liebe Leute, ich halte euch auf den Laufenden. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und ich bin mega gespannt. Genau unten schreibe ich noch einen Link hin, wo ihr zu dem Laden kommt, wo ihr dann auch auf deren Webseite euch diese Stühle mal anschauen kann. Es gibt nämlich auch einen mit einer Lehne hinten. Also das gibt es auch. Und ja, genau. Alles Weitere im nächsten Video. Peace!